Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir spielen eine Runde War Thunder mit dem Panzer 3M und realistisches Battle. Ja, da gucken wir doch mal, ob das was wird. Wir sind gerade unterwegs nach C, weil der gute Mann gesagt hat. Steiner SVK hat gesagt, greift C an. Wenn er sagt, jetzt geht wieder der Panzer kaputt. Ja, doch nicht. Okay, Glück gehabt. Also, wir gehen auf C, mal gucken, ob jemand mitkommt. Das ist eigentlich das Hauptproblem, was ich so sehe. Aber, wie Sie sehen, hey, mein Teammate kommt sogar mit. Ist das cool? So macht das doch Spaß. Ja, Panzer 3M, Es ist halt so, naja, kleine Hassliebe, sag ich mal, ne? Ist nicht schlecht, muss man wirklich sagen, aber ist auch bei weitem nicht gut. Mal gucken. Deutsche Panzer werden dann erst etwas später etwas besser. Wenn man dann auch gegen T-34 kämpft oder sowas, dann sind teilweise Panzer dabei. Historisch nicht ganz korrekt, würde man vielleicht sagen. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir jetzt da die Geschwindigkeit austesten können, aber also von unserem Panzer, dass wir da jetzt irgendwie sagen, wir sind als Erster am Ort oder nicht. Da wir aber leider Gottes, mein Gott, ist das Alarmpanzer. Da die Deutschen dann meistens nicht die schnellsten Panzer haben, kann ich mir gut vorstellen, dass wir da auch nicht als Erstes ankommen werden. Aber wir haben jetzt einen F2 vor uns. Eine kleine Glaskugel. Kettenlauf beschädigt, ihr wisst Bescheid, der Panzer hält nichts aus. Ich habe zwar noch keinen Nachteil dadurch gesehen, vielleicht dreht sich das Ding dann ein bisschen langsamer oder sowas, aber also der Panzer 3M, wie gesagt, der geht so schnell kaputt. Das ist echt was. Das ist ein bisschen lächerlich, finde ich. Ist ja meinetwegen in Ordnung, dass das dann so ein bisschen kann, nur ist es der einzige Panzer bei denen, was so ist. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Panzer 4, Panzer 2, keine Ahnung, denen ist das eigentlich vollkommen egal. Hey, ich will gerade nochmal einen Unfall vermieden. Quatschen und fahren, das ist ja nicht so gut, ne? Okay, so, mal gucken, ob wir denn hier den Berg hochkommen. Sind da noch welche hinter uns? Teammates, Kameraden, da oben ist mein Zugbegleiter, mein Squadmitglied quasi. Ja, dann schauen wir mal. Also wenn das Video jetzt hier länger dauern sollte, dann mache ich da einfach zwei raus und stelle die genau gleichzeitig hoch. Nenne die dann irgendwie, keine Ahnung, Let's Play, irgendwas. Boah, ist das lahm. Ja. Let's Play, keine Ahnung, Nummer 1 und 1.1 oder wie auch immer. Da muss ich mal gucken genau, wie ich das dann mache. Aber das sollte dann auch was werden, damit ihr das sehen könnt. Bei realistischen Schlachten, also das Ganze ist eh ein bisschen langsamer. Alter. 6 km/h, 4, 3... Oh Gott. Naja, also wie gesagt, realistische Schlachten sind etwas, dauern eh länger. Deshalb weiß ich nicht, ob ich mit meinen 15 Minuten... Oh, jetzt wird's interessant. Ob ich mit den 15 Minuten überhaupt zurechtkomme. Aber, ganz wichtig, hier, was ist das denn hier? Die Einstiegszeiten sind auch viel länger bei denen. Also, ah, Mist, jetzt haben wir den natürlich schon verloren. Nicht so gut. Nicht optimal, sagen wir es mal so. Also wenn ihr was haben wir hier? Ein bisschen aufpassen gerade. Wenn ihr eine realistische Schlacht startet, dann dauert das auch länger. Also ich habe jetzt gerade über eine Minute gewartet. Das ist nicht lang, muss man auch sagen. Also teilweise Ladezeiten vom Battlefield auf der PlayStation 3, wie ich das so finde. Aber ist halt so, ne? Alter, was geht da denn an? Ich sehe gar nichts. Sie sehen, sehen sie nichts. So. Da oben kriegt schon einer was ab. Da ist ein Freund. Okay. Jetzt preschen sie da alle raus. Müsste ich eigentlich auch hier so rauskommen, ne? Eieieiei. Freunde, was haben wir denn da? Zerstört M4. Da ist er weg. Habt ihr gesehen, wie er geplatzt ist? Boden hat er zerstört, jawolla. Das war doch mal richtig gut. Und das Gute ist halt, wenn er zum Anfang so einen zerstört, der nicht viel aushält, dann hat er auch wenig Punkte. Muss man auch ganz klar sagen. Der ist doch tot, was hast du denn? Redeste Schlachten auch, testet die Gegner. Also schießt nochmal drauf und wenn es mit dem MG ist oder sowas und guckt, wenn es keine Punkte gibt, dann ist das in Ordnung. Okay, jetzt schnell C holen, damit wir die Punkte einsahnen können. Gibt ja nichts Wichtigeres als diese blöden Punkte. Damit ich auch endlich meinen Hetzerfolg kriege. Würde mich schon freuen. Ein kleiner Hetzer oder sowas. Das hätte was. Das Hetzer was. So. Okay. Wir stehen sehr unklug, wie ich finde. Da kommt der Gegner her.
Aber jetzt holen wir erstmal die C. Ja, sehr schön. Zone erobert. So muss das sein. Ein bisschen Glück habt ihr bei. Jetzt schön aufpassen, dass wir hier nicht überrollt werden. Wir nehmen mal hier den Kleinen als Schutzschild. Das ist nicht die feine englische Art, aber ganz ehrlich, lieber der als ich. Okay, wir pushen weiter. Wäre schon was. Hey. Treffer. So. Wir halten den schön ja auch. Treffer. Noch ein. Ja. Treffer. Sehr schön. Abschlusshilfe. Sehr schön. Sehr cool fand ich das gerade. Das war ein sehr gutes Teamwork von den Leuten. KV2 war das. Den, ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon mal bei mir als Gegner im Video gezeigt habe. Sehr, sehr gefährlich mit der Derp Gun vorne drauf. Also damit rotzt er alles weg. Ein Schuss, ein Treffer. Das ist echt krass. Sehr lange Nachladezeit von, ich glaube, 45 Sekunden. Oh, was war das? Achso, ich glaube, er hat mir einfach nur aus Versehen mit dem MG getroffen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, da müsst ihr echt aufpassen. Also das Ding ist echt nicht ohne. I16, was soll das? Achso, okay. Nicht schlecht. Wir nehmen den Panzer 4 F2 für das Game. Das ist nicht schlecht gerade, also es läuft gut, finde ich. Realistisches Battle. Cool war natürlich die... Ah, jetzt starte ich hier ganz hinten wieder, aber wir gehen auf A jetzt. Die Leute, die waren auch gerade ziemlich cool drauf, weil das hat gerade echt funktioniert. Und dann macht das Spiel richtig Spaß, finde ich. Schade, dass mich da oben der Bomber hat. Sehr gut gebombt, muss man natürlich auch sagen. So, vielleicht können wir ein bisschen Sniper mit dem hier. Haha, bestätige zu mir. Ja, gut. Okay. Auf der Karte hier habe ich auch mein erstes realistisches Battle gemacht, wenn ihr euch ganz langsam dran erinnern könnt, quasi. Es war gar nicht schlecht damals. Also für meinen ersten Schlacht, ich habe zwar verloren, mehr gesagt, das Team hat verloren, aber es ging gut ab, fand ich. Und gerade auch, also wir haben den KV-2. Haben wir, fand ich, wichtige Treffer gegeben, nämlich in den Kranz. Wenn ihr gegen große Panzer kämpft, die ihr nicht direkt schlagen könnt, dann auf jeden Fall erstmal da draufhauen. Okay, was haben wir da vorne? Ich sehe keinen. Da ist einer. Aber ich sehe ihn nicht. Viel zu kurz. So, da vorne, seht ihr den? Das ist eine Su. Uiuiuiui, und ein Sonntagsschuss. Aber was für einer, habt ihr den gesehen? Das ist, nicht schlecht. Ah. Die Su will einfach nicht stehen bleiben, die bleibt aber schon stehen da. Ja. Zu kurz, aber da steht er jetzt. Ein bisschen zu lang, aber ich weiß nicht ganz. Geschützrohr beschädigt. Wir machen jetzt noch einen kleinen Schuss und dann ist aber Feierabend. So, Munitionslager da. Hm. Da muss man aufpassen. Der hat sich jetzt eingeschossen auf uns, deshalb bringt es nichts, wenn wir jetzt hier... Ah, vielleicht... Ich weiß jetzt nicht, woher der Schuss kam. Das ist eigentlich das Schlimmere dabei. Mist, 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 Mist. Wir sehen überhaupt nichts. Wieso kaputt? Kurz. Man sieht nichts, wo ist er eingeschlagen, auch wieder zu kurz, so ein bisschen länger. Nicht gesehen, M4. Ist da fährt er weg, die alte Sau. Haben wir einfach mal einen Blindshot hintergemacht, warum denn nicht? Okay, nicht ohne, nicht ohne, aber ich glaube, das Spiel haben wir gleich gewonnen. Obwohl ich mit dem Panzer 4 natürlich jetzt noch... Doch, den einen Sonntagsschuss auf die Su. Das ist ja nicht schlecht, da habe ich mir natürlich den... So, da vorne war das Ding, da ist er. Kritischer Treffer, habt ihr gesehen, so. Jetzt, du bist am Arsch da vorne.
Kleiner Schisser. Wieder einer. Sehr move, damit er uns nicht gar nicht erst einschießen kann. Wohnländer zerstört. So, jetzt wisst ihr Bescheid. So. Sehr, sehr cool, wie ich fand. Und dann haben wir auch noch eine gegeben. Ich weiß nicht, ob er getroffen hat, aber das war ein richtig schönes Simulationsgefecht, wie ich fand. Gerade zum Anfang. Guck mal, ich habe 1000 Dritte im Team, im eigenen. Also das... Ich bin echt zufrieden. Ich habe zwar nur, in Anführungsstrichen, zerstörte Bohnen, hatten zwei sogar. Bin ich doch gerade überlegen. Achso, ja klar, den einen. Der, ja, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Bin echt zufrieden. Kritische Treffer ein dabei. 10 Treffer insgesamt. Aktivität 89%. Warum das jetzt so wenig ist, in Anführungsstrichen, weiß ich nicht. Aber das ist ja... Naja, egal. Ich habe mich mit dem Jagdpanzer... Jagdpanzer 38T etwas verbessert dabei. Werfen wir noch einen kleinen Blick auf unsere Mitspieler. Also, es war richtig toll und so macht das Spaß. So. Also, okay, ich bin einmal gestorben. Das war jetzt nicht so wirklich wild. Gut, echt gut. Also, Erobern von den Dingen hat noch viel Spaß gemacht und so. Richtig cool. Also, wenn es so weiterläuft, dann macht das Spiel immer wieder Spaß. Wunderbar. So, Maler 3. Achso, das war noch vom letzten Mal hier. Panzergranate 40, ja, warum da? Ich brauche doch einfach mal, kostet noch nichts, ne? So, dann Gleisketten dabei. Wunderbar. So, dann Panzer 3 M. Er hat erforscht. Was hat er denn erforscht? Das Löschzeug. So, auch sehr gut. Was nehmen wir denn als nächstes? Panzergranate 40. Ja, das ist nicht schlecht. Aber da habt ihr gerade gesehen, mit der Panzergranate 40-1 haben wir halt den KV-2 schön durchlöchert. Da muss man aber immer niemals auf die gleiche Stelle zielen, weil die Panzergranaten, die durchschlagen zwar sehr gut die Panzerung, aber die streuen nicht, wenn sie einschlagen. Also müsst ihr dann dementsprechend immer einen Schuss, ihr seht, aha, der ist durch, hat meinetwegen einen Crewmember getötet und dann geht er auf die nächste Position. Fahrer, Ladeschütze, Kommandanten und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr da ganz schön gut was machen. Ja, cool. AFDF davon auch wieder erforscht. Sehr coole Runde, die ich euch da gezeigt habe, wie ich finde. Und das zeigt dann, dass dieses Spiel dann auch sehr gut, sehr viel Spaß machen kann. So, dann würde ich sagen, ja, viel Spaß beim Nachäffen und ja, gerne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt War Thunder. Danke.